Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und ich gehe in diesem Podcast mit euch in den Knast. Knast Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid. Aktuell haben wir 38 Völker. Das merkt man bei denen auf jeden Fall, dass die mehr so mit den Bienen zusammenwachsen, dass da was im Kopf passiert. Also wenn ich die anfasse, wenn die so runterhängen, so in eine Waben, habe ich Spaß dran. Das beruhigt mich sogar. Die Knastbienen schwirren hier heute durch den Podcast. Und nein, die Knastbienen haben nichts mit erotischen Fantasien einsamer Männer hinter Gittern zu tun. Es geht tatsächlich um Bienen und Honig. Die JVA Remscheid hat neben anderen Werkstätten wie der Wäscherei oder der Anstaltsküche auch eine eigene Imkerei, in der Gefangene arbeiten. Aber nicht nur dort beschäftigt man sich mit Bienen, sondern auch in der Tischlerei. Der Anstalt ist man inzwischen ganz auf schwarz-gelb gestreifte Insekten und vor allem auf die dazugehörigen Imker eingestellt. Hier werden nämlich mittlerweile massenhaft Bienenstöcke geschreinert, produziert und vertrieben. Wie es dazu kam und was der Fachkräftemangel im Knast damit zu tun hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Das wäre so ein Wunsch, wenn mal irgendwann wieder die Fachkräfte auch inhaftiert werden, dass wir da wieder größere Projekte starten können. Vorweg will ich aber, wie beim letzten Mal versprochen, auf eure Fragen eingehen. Und eine Frage bzw. ein Kommentar, den ich so oder so ähnlich mehrfach auf den Knast-Live-Accounts bei Insta und TikTok gelesen habe, geht in etwa so: Ist das denn überhaupt richtiges Knast-Feeling, wenn man als Reporter nur für ein paar Tage freiwillig da reingeht und nachher einfach wieder rauskommt? Oder zeigt dir die JVA da nicht nur die schönen Seiten? Berechtigte Frage, auf die ich euch gerne auch eine Antwort geben will. Natürlich, klar, ist das was anderes, als wenn du für mehrere Monate oder Jahre hier einfährst und im Knast bleiben musst. Da will ich meine Erfahrungen auch gar nicht mit irgendwem vergleichen. Es geht mir darum, zumindest mal etwas näher ranzukommen, als man es sonst als Reporter bei einem normalen Pressetermin in der JVA wäre. Das bin ich hier in Lüttringhausen definitiv. Und ich kann zumindest was erahnen von den besonderen Umständen, wie man sich als Gefangener unter anderen fühlt, die hier genauso eingesperrt sind. Wenn ihr Folge 5 gehört habt, wart ihr dabei, als ich das erste Mal arbeiten war, mit anderen Inhaftierten zusammen in der Arbeitstherapiewerkstatt gesessen und da an der Holzsachen rumgesägt habe. Und als ich da nachher wieder zurück war auf meinem Haftraum, auf meiner Zelle, habe ich das hier mit meinem kleinen Mikrofon aufgenommen. Die Erfahrung war jetzt heute nochmal eine komplett andere. Ich bin ja hier in meiner Arbeitsmontur, in meinem Knast-Outfit, jetzt hier eben mehrfach über die Gänge gelaufen, zur Arbeitstherapie, zur Freistunde. Ich bin jedes Mal hier durch die Treppenhäuser gelaufen, an anderen Gefangenen vorbei, die das teilweise auch gar nicht mitbekommen haben. Also die mich wirklich für einen normalen Mitgefangenen gehalten haben und das dann erst so im Nachgang manchmal mitbekommen haben, weil ich dann doch hier noch etwas versteckt mein Mikro in der Hand hatte. Das hat dann etwas irritiert. Ich habe das so ein, zwei Mal gespürt, von den Jungs wirklich auch mit den Blicken kritisch gemustert zu werden, abgecheckt zu werden, was ich denn hier so für einer bin. Und das Feeling ist schon nochmal ein anderes. Also auch so mein komplettes Sicherheitsnetz. Als ich hier vorab, vor meiner eigenen Inhaftierung, vorab hier schon mal einmal zum Gucken war und hier in normalen Klamotten mit dem Pressesprecher und dem Sicherheitsmenschen hier durchgelaufen bin, da war für jeden ersichtlich, okay, das ist hier ein Besucher. Aber wenn du halt hier in Knastkleidung hier durchläufst, dann sieht man das erstmal nicht. Du bist direkt ganz anders angeguckt von den Leuten. Und also das war wirklich schon spannend, teilweise auch ein bisschen kritisch. So manche Blicke, auch manche Sprüche von den Jungs, die dann kamen. Und ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt hier nicht noch meine Begleiter mit dabei, sondern wäre hier wirklich komplett alleine in dieser Knastwelt. Da hast du schon ganz schön zu kämpfen, hier erstmal so dein Revier abzustecken, den anderen zu sagen, wer du bist und warum du hier bist. Und klar gibt es hier, das siehst du, ne? Wenn du die Leute beobachtest, siehst du klar, hier gibt es ein paar, Anführer will ich nicht sagen, aber Typen, wo man klar erkennt, okay, die geben hier den Ton an und andere sind ein bisschen ruhiger. Und da muss man sich wahrscheinlich erstmal so ein bisschen einsortieren und sich seine Rolle, seinen Status hier im Knast erarbeiten. Das kann ich mir schon vorstellen. Knast live, so habe ich das erlebt, ja. Aber genug der Haftraummelancholie an dieser Stelle, jetzt wird wieder gearbeitet. Bei den Holzprobearbeiten in der Arbeitstherapie habe ich mich halbwegs vernünftig angestellt. Und deshalb geht's jetzt in die Tischlerei. Da wartet nämlich der Leiter der Werkstatt schon auf mich. Mein Name ist Nies, bin mittlerweile seit 14 Jahren im Vollzug und arbeite glücklicherweise hier in der Tischlerei. Ja, vom Grundsatz unterscheiden wir uns natürlich nicht von der Schreinerei draußen. Wir sind hier maschinell bestens ausgestattet.
Der Unterschied ist hier natürlich, dass wir in erster Linie die Gefangenen beschäftigen und nicht irgendwie wie in einer freien Wirtschaft profitorientiert arbeiten. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Wie sind Sie dazu gekommen? Also haben Sie vorher eine Ausbildung in dem Bereich gemacht und sind dann hier hingekommen oder wie lief's? Ja, also natürlich so ein bisschen über Umwege. Ich habe Tischler gelernt damals, habe dann die Meisterschule besucht und bin dann über eine Stellenanzeige auf die JVA Remscheid gestoßen. Ja, zuerst mal natürlich die Frage, was macht man in der JVA? Ja, ich habe mir vorgestellt, dass man so ein bisschen Hausmeistertätigkeiten hier verrichtet, Fenster reparieren, Türen reparieren. Nachdem ich mir das Ganze dann mal bei einem Vorstellungsgespräch hier angeguckt habe, war eigentlich die Entscheidung schnell getroffen, dass ich doch hier gerne anfangen möchte. Ja, und so ist es dann auch gekommen. Ne? Was macht Spaß daran? Es ist natürlich unglaublich abwechslungsreich, auch wenn man es jetzt nicht vorstellt. Man hat jeden Tag mit unterschiedlichen Leuten zu tun, sei es Vorgesetzte, Kundschaft, Behörden, Schulen, Kindergärten und natürlich die Inhaftierten, wo man auch jeden Tag, auf andere Probleme stößt. Was wird bei Ihnen so alles produziert? Was gehört zum Standardsortiment? Ja, in erster Linie sollte man meinen, eine Tischlerei macht ausschließlich Möbel. Das ist in den letzten Jahren so ein bisschen ins Hintertreffen bei uns geraten. Nach wie vor produzieren wir für unsere eigene JVA, für andere Einrichtungen der Justiz, für Gerichte, Saalausstattungen, kleine Möbeleinrichtungen für Präsidentenzimmer, für Büros. Das ist so ein Teil, aber mittlerweile ist der Hauptteil der Knastladen, worüber wir seit 6 Jahren mittlerweile Bienenbeutenzubehör produzieren und deutschlandweit vertreiben. Das heißt, deutschlandweit vertrieben, da gibt es Kundschaft, gute Nachfrage auch entsprechend. Ja, also das ist tatsächlich ein Markt, das wollte ich nicht so wahrhaben, als ich das erste Mal davon gehört habe. Ich habe gedacht, ja okay, Imker kennt man, hat man schon mal gesehen, irgendwo so eine Bienenbeute, Honig kennt auch jeder. Aber dass das so ein Markt ist, dass es so unglaublich viele Imker in Deutschland gibt, das hätte ich nicht gedacht. Ja, mittlerweile beschäftigen wir fast 80% unserer Inhaftierten nur mit diesen Produkten. Das heißt, wie viele stückzahlenmäßig gehen da so im Jahr oder im Monat hier raus? Also zur Orientierung, wir haben letztes Jahr 80 Kubik Weimutkiefer verarbeitet. Das ist ein Wert, wo man sich vielleicht vorstellen kann, wie viel Bienenbeuten wir in Summe daraus gebaut haben. Was würden Sie, also vergleichen Sie dann auch mal sowas, machen andere Wettbewerber? Ich habe schon gehört, Sie müssen ja auch zu wettbewerbsfähigen Preisen das anbieten, aber natürlich auch gucken, was das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu anderen bietet. Ja, wir versuchen dann natürlich uns natürlich an den marktüblichen Preisen zu orientieren. Wir haben da vielleicht auch einen recht hohen Anspruch. Also auch wenn wir eine JVA sind und hier mit ungelernten Kräften arbeiten, möchten wir natürlich ein gutes Produkt auf den Markt bringen. Und das schaffen wir, glaube ich. Und dadurch haben wir eine große Nachfrage an unseren Produkten. Ja, sprechen wir mal kurz über die Mitarbeiter. Wie viele Leute sind das bei Ihnen, die hier jeden Tag arbeiten? Wir haben zurzeit 28 Leute beschäftigt. Die sind nicht immer alle hier, weil wir natürlich hier auch viel Therapiegespräche, Gruppengespräche, Besuche und natürlich auch einen gewissen Krankenstand haben. Da haben wir immer im Schnitt so um die 23, 24 Leute hier jeden Tag beschäftigt. Was nehmen die, außer der Erfahrung mit Holz gearbeitet zu haben, mit aus der Tätigkeit hier? Das ist eine gute Frage. Also die meisten sind es ja gar nicht gewohnt, dass man irgendwie ein Produkt fertigt, wo auch so eine extreme Nachfrage da ist. Und die sehen ja auch wirklich jeden Tag, was hier an Paketen rausgeht. Dadurch, dass wir online vertreiben und alles über einen Paketdienst hier rausgefahren wird, sehen ja wirklich auch, dass sie nicht einfach nur produzieren, um ein Lager zu füllen, sondern dass tatsächlich da auch eine Nachfrage da ist. Sicherheit wird im Knast ohnehin hochgeschrieben, bei Ihnen ganz besonders, weil Sie haben auch noch Maschinen, die ganz schön wehtun können. Ja, in der Tat. Da sind wir natürlich, dadurch, dass wir eine Landesbehörde sind, auf einem guten Stand der Technik. Unsere Inhaftierten werden jedes Jahr geschult, von uns geschult. Wir lassen uns immer wieder schulen, dass wir da auf einem ordentlichen Stand der Unfallverhütungsvorschriften sind. Und das ist natürlich der Vorteil hier. Wir haben die Zeit, wir haben nicht so den Leistungsdruck wie vielleicht in der freien Wirtschaft, dass wir natürlich da ein Hauptaugenmerk drauf setzen können, dass hier niemand was passiert. Also niemand soll die Erinnerung nach der Inhaftierung mit sich tragen, dass ihm ein Stück vom Finger fehlt. Reden wir über positive Wünsche, Träume, Ideen. Hätten Sie noch was, wir sagen, wenn mal mit dem Chef sprechen, das Projekt würde ich gerne vielleicht die nächsten Jahre mal noch anpacken. Also wir haben viele, viele gute Ideen, aber wir brauchen halt die Leute, die das auch mit uns zusammen dann umsetzen. Also ich kann mir viel überlegen, wenn ich niemanden habe, der das dann umsetzt. Das wäre so ein Wunsch, wenn mal irgendwann wieder die Fachkräfte auch inhaftiert werden, ja, dass wir da wieder größere Projekte starten können. Das heißt, ihr habt das eben schon im Zwischengespräch gehört, warum sich das Sortiment verändert hat. Beschreiben Sie nochmal, was Sie meinen, mit Ihnen fehlen die Fachkräfte. Ja, also wir hören ja in den Medien überall, dass seit vielen Jahren die Fachkräfte fehlen. Und
Wenn ich sage, uns fehlen die Fachkräfte, ich sag mal, vor 10 Jahren sind noch viele Leute inhaftiert worden, die draußen auch ein Handwerk erlernt haben oder zumindest mal ein Handwerk, was dem Tischler ähnlich kommt. So, und diese Leute, wenn die dann lange hier sind, kann ich natürlich auch mit denen planen und arbeiten und auch größere Projekte starten, weil ich jetzt aktuell eine Vorlaufzeit von 1,5 Jahren habe. Wenn ich aber keine Inhaftierten habe, die so lange hier sind, kann ich so große Projekte gar nicht planen. Also muss ich Monat für Monat planen in der Zeit, wo ich die Leute habe. Und das ist so eine Sache, die war früher möglich. Dadurch, dass wir langstrafige Inhaftierte hier hatten, konnten wir solche Projekte auch auf Jahre hinweg planen. Fachkräftemangel mal anders. Ja, dann ganz herzlichen Dank für den Einblick. Sehr gerne. Aber schon ein bisschen schräg, oder? Fachkräftemangel im Knast heißt nicht, dass da zu wenig Diebe oder Dealer eingesperrt werden, sondern zu wenig qualifizierte Fachkräfte. Gut, die haben draußen natürlich auch wenig Probleme, gerade ausreichend legale Jobs zu finden. Aber die JVA musste sich tatsächlich umstellen. Früher, habe ich gehört, wurden hier sogar ganze Küchen- und Wohnzimmerwände getischlert. Heute vor allem Bienenkästen, wie wir gehört haben. Ja, wer von euch da Interesse oder Bedarf hat, ich habe mal nachgeschaut, 139,40 Euro kostet auf knastladen.de eine Zanderbeute aus Weimutkiefer mit 3 Zargen, 5 bis 15 Tage Lieferzeit aus der JVA. Vielleicht gehört ihr aber, so wie ich privat, eher zu denen, die lieber Honig essen. Den gibt es auch aus der JVA-eigenen Imkerei. Und genau da führt der Weg jetzt hin, raus aus dem großen Werkstattgebäude, zurück über den Hof ins große Hafthaus. Denn da, in einem Zwischengang im Untergeschoss, sitzt hinter einer Holztür in seinem Büro der Herr der Bienen. Ich bin Frank Huckenbeck, seit 1993 schon hier in der JVA Remscheid als Vollzugsbeamter tätig. In der Imkerei, wo wir jetzt hier sind, bin ich seit 2020, da habe ich mir das so beigebracht, da kam ja Corona, da konnte ich da eben nicht viel, da hat mir halt viele Bücher, YouTube und sowas alles hat mir da geholfen, dass ich da so ein bisschen weiterkam und die Lehrgänge kommen jetzt erst so nach und nach. Also ich arbeite mich da gerade so ein bisschen rein. Wie kam es dazu, wie wird man vom Justizvollzugsbeamten zum Chef der Imkerei? Tatsächlich, privat habe ich überhaupt nicht geimpkert. Mein Chef kam auf mich zu und sagte mir, Frank, willst du das machen? Und da war sofort die spontane Reaktion, ja klar, auf jeden Fall, weil ich das eigentlich irgendwie mag und habe da Lust drauf gehabt, mich da reinzudenken und reinzuknien auch, weil das ist tatsächlich mehr, wie man sich das vorstellt. Ich bin da anfangs sehr, sehr naiv dran gegangen und habe mir das vorgestellt, wenn ich meine Bienchen gemacht habe, setze mich in eine Wiese mit dem Tee und dann war es das. Aber weit gefehlt, da ist extrem viel Arbeit, steckt dahinter. Und jetzt bauen wir das dann halt auch noch auf. Wir haben nicht nur Bienen, wir machen da halt Dienstleistungen für Imker, bieten wir dann eben an. Das haben wir dann so mit aufgenommen in unser Programm. So erweitern wir uns gerade und vergrößern uns auch gerade mit der Imkerei hier. Sie haben vorher viele Jahre in der Arbeitstherapie gearbeitet, die ihr auch schon kennengelernt habt, danach einige Zeit in der Wäscherei. Wie arbeitet man sich dann so ganz neu ins Imkern rein, um es dann ja auch an die Gefangenen weitergeben zu können und die anleiten zu können? Hab dann mir Kontakte über einen Patenimker per Telefon geholt, auch mit den Kollegen, die vorher mal hier waren und geimkert haben. Der ist einer jetzt in der JVA Castrop-Rauxel. Mit dem habe ich noch sehr viel Kontakt. Der hilft mir da unglaublich weiter. Der ist da wesentlich weiter in der imkerlichen Materie. Und so kommen dann immer mehr Kontakte zusammen, auch mit unseren Kunden. Da sind auch einige sehr, sehr erfahrene Imker dabei, die uns da auch weiterhelfen können, auch für Fortbildung jetzt für uns sorgen können. Und so ist das halt mit viel Fleiß, viel Willen, viel privatem Engagement da auch. So kriegt man diese Imkerei, finde ich, dann auch so hin, wie sie soll. Also wie ich mir das irgendwann mal vorstelle, dass sie dann relativ groß und super wird. Aber jetzt sind wir ja in einem Gebäude, wo man nicht einfach so alles machen und aufstellen kann, wo man möchte. Was ist jetzt konkret, also wo findet das jetzt statt alles und was gehört alles dazu? Also aktuell haben wir 38 Völker. Im Bergischen Land sind wir verteilt und in Leichlingen, da ist so ein Obsthof, da haben wir da auch 11 Völker aktuell stehen. Die versorgen wir dann fahre ich dann raus. Gerne irgendwann auch mit gelockerten Gefangenen aus der Zweiganstalt, aus dem Offenen. Das ist so unser nächster Schritt, dass wir das dann mit Gefangenen dann auch haben. Wir haben aber auch hier drin, innerhalb der Anstalt, haben wir einen Hof, wo wir die Gefangenen auch hinlassen können. Da habe ich 2 Völker hingestellt. Da sind die Gefangenen allein für verantwortlich. Da habe ich nicht viel mit zu tun. Also die fragen dann immer, klar, dann müssen wir mal hier oder so. Ich werfe da auch ein Auge mit drauf. Aber die sind vom Prinzip her erstmal ganz alleine für die beiden Völker verantwortlich. Das sind deren Völker und die müssen sich drum kümmern. Und das machen die eigentlich mit Herzblut, sind die voll dabei, ja. Was gehört alles dazu? Also das ist dann, wenn ich jetzt bei Ihnen in der Imkerei arbeite, ist das ein Job wie andere, die ich hier im Haus auch machen kann, oder?
Nee, das ist ein ganz, ganz anderer Job. So einen Job, den findet man im Knast extrem selten. Eher als Freizeitmaßnahme oder sowas, dann funktioniert das schon eher. Aber hier im Knast selber ist es dann, die kümmern sich um die komplette, zum Beispiel die Honigernte. Wenn wir die Honigräume bringen, also bringe ich die dann noch rein zu den Jungs, die schleudern die dann, den entdeckeln den Honig, schleudern den auch und füllen den auch ab in die Gläser, wiegen die auch, sodass es genau passt. Die ganzen Arbeiten drumherum, das Wachs einschmelzen oder eben, wenn wir eine Königin neu einsetzen, da sind die dann auch mit dabei, das gehört dazu. Da gehört, also es ist ein sehr breit gefächert von ja, der Bienenbeutenreparatur, wobei wir das hier in der Schreinerei machen, da stellen wir die ja her. Aber die Reparatur und sowas, das machen wir hier auch im kleinen Rahmen bis zum leckeren Honig, bis der da ist, genau. Das machen die das ganze Programm mit Mittelwände, also wenn der Wachs ausgeschmolzen ist, dann machen wir da neue Mittelwände, so, das sind so Starthilfen für die Bienen, die setzen wir dann, löten wir dann wieder ein, heißt das, sodass sie wieder in die Bienenbeuten reinkommen. Also die sind, wir haben auch zu wenig gefangen, ich hätte gerne mehr, aber weil die hier auch etwas gelockert sind, also so ein Vertrauensposten sind, ist das nicht immer ganz einfach, die entsprechenden Gefangenen da auch zu kriegen, die dann auch wirklich das Interesse dafür haben oder die sich da nur verkrümmeln wollen. Ist das ein voll ausgefüllter Tag, gerade wenn wir viel Kundenkontakt haben, dann haben wir auch schon Wartelisten für die Kunden, die dann tatsächlich auch mal 4 Wochen warten müssen, bis sie dann an die Reihe kommen, dass wir deren Bienenbeuten bearbeiten können, sodass die Gefangenen jeden Tag hier komplett Fulltime-Job halt, genau, arbeiten können. Und das heißt, wenn sie zu wenig haben, wollen noch nicht mehr, müssen sie noch ein bisschen Werbung für die Imkerei machen, intern oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir genug Gefangene bekommen würden. Es ist halt nur die Voraussetzungen müssen die Gefangenen dann haben. Also der Wille ist da, aber die haben nicht immer alle die Voraussetzungen dafür, dass die hier bei uns in unserem Bereich arbeiten dürfen. Was müsste man vom Interesse her oder vom Typ her mitbringen, um hier gut reinzupassen? Auf jeden Fall Einsatzbereitschaft und Interesse an Tieren, auf jeden Fall. Und Teamfähigkeit, das ist hier ganz wichtig, dass man sich auch abspricht. Pass mal auf, ich habe jetzt den Wachs von dem Kunden aufgearbeitet oder ich war gestern bei den Bienen. Da brauchst du heute nicht mehr hin, dass die miteinander kommunizieren, sich unterhalten können, austauschen können und eben Engagement freiwillig auch mehr über das normale Maß hinaus leisten zu wollen. Während wir hier im Büro reden, wird nebenan gearbeitet, aber da können wir jetzt mal reinschauen und ich lerne einen Mitgefangenen kennen, der hier beschäftigt ist in der Imkerei, quasi wie die Jungfrau zum Kinde, beziehungsweise wie der Gefangene zur Biene gekommen ist. Der Huckmeck war bei mir auf Zelle, hat mich gefragt, Imkerei, ich sagte, Imkerei, was ist das denn? Ja, mit Bienenarbeiten, dies, das. Hab ich gesagt, ja, hört sich gut an, meine neue Erfahrung, perfekt. Passt. Wie sieht der Alltag jetzt hier für dich aus? Wachsplatten machen, reinigen von Rähmchen, zagen, hier dem Volk hier draußen gucken, ob die Bienen noch leben, Brut da ist, wie sie sich entwickeln. Ja, und Schreinerei. Ein paar Sachen reparieren und sowas in der Art. Also er lötet hier die Mittelwände ein, die vorgegossenen Mittelwände, setzt er in die Rähmchen ein, macht das mit einem Trafo. Diese Drähte werden mit einem Kurzschluss kurz warm gemacht, sodass die Drähte den Wachs quasi umschließen. Das ist ein ganz, ganz kurzer Prozess, wie er hier macht. Und die sind dann schon feste drin. Je nachdem, was drauf ist, was Brut drauf ist oder sonst was, das würde dann kaputt gehen, wenn das nicht richtig eingelötet ist. Dann fällt das alles runter, verschmiert die ganzen anderen Rähmchen. Dann wäre das gewesen. Aber so ist er super, so ist er perfekt, so soll er aussehen. So arbeiten wir das dann halt für die Kunden dann auf, wenn die ihre Maße haben wollen. Es gibt Zandermaße, Deutsch Normal oder Dadant. Das arbeiten wir für die alle auf, so wie sie es gerne hätten, also auf Kundenwunsch. Wir haben so die Standardmaße, besondere Maße haben wir noch nicht, aber das kommt vielleicht dann irgendwann auch noch dazu. Das ist aber schon ganz schöne Frickelei, die man damit hat, ne? Also ich habe immer gedacht, Waben, Honig, perfekt, reicht. Also die Nebenbeiarbeit, dass man so viel reinigen muss und Vorarbeit leisten muss, hätte ich nicht gedacht. Also 80% ist immer sauber machen. 20%, das ist nur 3 Monate, glaube ich, im Jahr ist das, die man den Honig macht. Macht man sich so vorher wahrscheinlich auch keine Gedanken drüber, oder? Null Gedanken. Ich konnte Wespen, Bienen, für mich das Gleiche so ungefähr. Jetzt weiß man, dass Arbeiterbiene, die Biene, die Kunden tut oder sauber machen tut, die Königin futtern tut, sauber machen und alles, die Leichen rausbringen im Winter.
Also es ist eine ganze Menge. Ich hätte ja auch am Anfang Angst davor gehabt, aber die verliert man dann irgendwann, den Respekt, wenn man weiß, wie man das machen muss, auch richtig. Am Anfang habe ich auch Angst gehabt, mit den Bienen zu arbeiten, ehrlich. Aber jetzt, also wenn ich die anfasse, also manchmal, wenn die so runterhängen, so in eine Waben, habe ich Spaß dran. Das beruhigt mich sogar, ehrlich gesagt. Und das wollte ich mir sogar vorstellen, draußen weiterzumachen, ehrlich. Ich habe schon gefragt, Chef hat noch ein bisschen Pläne. Was habt ihr noch so vor? Wie könnte es noch weitergehen, wenn die Imkerei hier noch weiter wächst? Also ich hoffe, dass ich bis dahin weg bin eigentlich. Aber wenn ich noch hier bin, wäre ich froh, wenn ich mitgehen könnte im Offenen dann. Klar. Wie lange dauert es noch hier normalerweise? Bis ich draußen bin? Ich habe noch 4 Jahre. Also passt da mit der Zeit auch. Aber wenn ich Glück habe, bin ich in 8-9 Monate weg. Deswegen vielleicht draußen weitermachen, so einen Lehrgang machen und weiterbilden. Weil das macht auf jeden Fall Spaß. Also ist auch was für im Alter. Ist keine schwere Arbeit, auf jeden Fall. Was sind so Erlebnisse, wenn Sie die beobachten, wo Sie denken, da findet was statt? Also wo einem dann auch vielleicht innerlich, vielleicht nicht das Herz aufgeht, aber wo man merkt, hey, die packt das jetzt gerade genauso wie einen selber. Wenn ich mit denen, also ganz am Anfang gehe ich ja zusammen mit denen an die Bienen, dann haben wir die ganze Imkerkleidung an, dann gehen wir da an die Bienen ran und dann sieht man das schon, wie sehr interessiert die sind, wie begeistert die sind, dieses Aha-Erlebnis. Und dann freuen sie sich drauf, wollen dann auch gerne selber, aber trauen sich noch nicht so ganz. Da gehen die Augen auf und freuen sich wie Bolle. Jetzt nach dem pädagogischen Wert dieser Arbeitfrage, also was würden Sie sagen, bringt es den Jungs, weil es ist ja jetzt erstmal nichts, keine berufliche Qualifikation, mit der ich direkt dann draußen nachher was anfangen kann, aber trotzdem, was würden Sie sagen, bringt es den Gefangenen? Auf jeden Fall Ruhe, weil die Bienen quittieren das sofort, wenn ich hektisch bin, das machen die mit mir genauso, dann verhauen die mich, dann mögen die nicht. Ruhe und Verantwortungsbewusstsein. Die wissen eben, ich kann morgen nicht krank sein, weil ich keine Lust habe, weil ich muss morgen an die Bienen ran. Da muss ich eben eine Kontrolle machen, ob noch alles in Ordnung ist. Das merkt man bei denen auf jeden Fall, dass die mehr so mit den Bienen zusammenwachsen, dass da was im Kopf passiert. Zusammenwachsen ist ein schönes Wort in dem Zusammenhang. Welche Sorten gibt es bei Ihnen momentan im Sortiment? Honig, machen wir gar keinen Sortenhonig. Ich mache eigentlich immer nur das, was die Bienen eintragen, machen wir hier. Dann den nennen wir Sommerblüte erstmal pauschal, weil so firm bin ich dann doch noch nicht, dass ich dann richtig in den Raps gehe oder einen reinen Kastanienhonig mache oder den Tannenhonig. Da bin ich noch ganz raus. Wir bleiben erstmal noch klein. Und halt nur den Sommerblüten, so heißt er bei uns. Den man aber auch schon kaufen kann. Auf jeden Fall. Leider bei uns nur in der Kantine. Wir haben da nichts im Knastladen oder sonst irgendwo in der Kantine ist er. Und am Weihnachtsbasar natürlich. Da geht auch immer viel Honig weg, wenn dann immer noch Honig da ist. Weil Honig ist bei uns endlich. Irgendwann, der ist sehr begehrt. Dann ist er ausverkauft und dann müssen wir leider ein Jahr warten bis zur nächsten Ernte. Aber ich sehe hier die Bücher auf dem Tisch, die Zeitschriften. Sie haben schon noch Pläne, ne? Auf jeden Fall habe ich noch Pläne. Also wir wollen da auf jeden Fall noch größer werden. Wir wollen irgendwann dann auch doch mal ein bisschen mehr Werbung machen, wenn diese ganzen Rahmenbedingungen hier bei uns stimmen. Wir sind ja gerade noch immer noch in der Einarbeitungsphase. Ich wäre da gerne ein bisschen schneller, aber die Bienen geben ja den Rhythmus vor und ich muss mich da leider anpassen, mein Engagement. Pläne sind auf jeden Fall noch da, dass wir wirklich größer werden, mehr für die Kunden noch anbieten können und unser Portfolio noch ein bisschen erweitern können. Das ist in Planung, ist irgendwann mal, dass wir zum Beispiel die Honigetiketten, die machen wir jetzt, wollen wir jetzt demnächst selber machen, dass wir dann halt spezielle Honigetiketten für Hochzeiten zum Beispiel, heute heiraten die beiden mit so einem Ring darauf, dass wir das selber kreieren können. So, das sind solche Ideen, dass wir das dann auch noch anbieten können. Also viele Ideen sind da, nicht alle umsetzbar, aber wir wollen doch weiterkommen, ja. Sie haben auch mal frei oder Urlaub, die Bienen nicht. Läuft das dann auch ohne Sie oder muss es dann weiter delegiert werden? Also tatsächlich in meinen ersten Jahren, da war ich noch ganz alleine, da habe ich meinen Urlaub dem Bienenrhythmus angepasst. Und jetzt kommen wir so langsam dahin, dass ich den einen oder anderen Kollegen schon angelernt habe, der dann mich auch vertreten kann, dass ich auch mal in den Sommermonaten, in der Hauptzeit in Urlaub fahren kann. Also da bin ich tatsächlich auf die Unterstützung total froh und stolz und freue mich auch darüber, dass das wirklich gut ankommt, auch bei allen ankommt. Schlussendlich mögen eigentlich die meisten den Honig, das Produkt, und deswegen glaube ich einfach, dass die Unterstützung dafür da ist, ja. Frank Huckenbeck, der Justizvollzugs-Oberimker aus Lüttringhausen. Bilder dazu gibt es wie immer auf radioresg.de/knastlive oder auf dem Insta- und Facebook-Kanal. Und gewisse Vorteile hat man als Knastreporter ja schon. Ich habe nämlich ein Glas Sommerblüte aus JVA-Abfüllung geschenkt bekommen. Wer auch mal probieren will, Ende November steht der nächste Adventsbasar in der JVA Remscheid an. Da kann man als Besucher nach Anmeldung hinkommen und Produkte aus dem Knast kaufen.
Und das Sortiment soll noch wachsen. Eine eigene Rösterei soll noch dazukommen. Habe ich von Anstaltsleiter Andreas Schüller gehört. Imkerei, Rösterei ist schon was anderes als Steine klopfen und Torfstechen wie vor 100 Jahren noch. Klingt für manche, die meinen, Knast sollte doch eigentlich der Hinterhof der Hölle sein. Vielleicht befremdlich. Das sieht der Chef hier aber anders. Wir sind weit davon entfernt, Kuschelvollzug zu sein. Das ist auch richtig so. Aber wir sind auch nicht dafür da, die Leute noch weiter zu bestrafen. Das hat das Gericht getan. Wir vollstrecken die Strafe, wir vollziehen es und haben dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen ohne Schaden hier durch die Haft kommen. Was genau er damit meint und warum Andreas Schüller nichts von Schwarzfahrern hinter Gittern hält, das erfahrt ihr unter anderem in den nächsten Folgen noch ausführlich. Das war Knast Live Nummer 9. Wenn ihr Fragen habt, Themen, die euch näher interessieren, wozu ich mich hier in der JVA vielleicht nochmal etwas genauer umhören soll, oder wenn ihr selbst Gefängniserfahrungen habt und eine Meinung dazu, was Knast als Strafe, aber vor allem auch als Resozialisierung bringt oder auch nicht, dann schreibt es mir gerne per Mail über unsere Homepage oder als Nachricht über die Knast Live Kanäle bei Insta und TikTok. Knast Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid. Der Podcast mit Thorsten Kabitz.